Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder unseren Gast einladen dürfen von letzter Woche, nämlich den Dr. Ingfried Hobert, unseren Ganzheitsmediziner aus Deutschland. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Danke, herzlich. Also, lieber Ingfried, wir hatten bei der letzten Sendung über diese Frontalhirndegenerationen gesprochen und du hast uns da eingebläult, darauf zu achten, dass wir unseren Omega-6-Anteil in unserem Leben drastisch reduzieren sollten, müssen, nicht sollten, sondern wirklich müssen, wenn wir sicher sein wollen oder den bestmöglichen Weg gehen wollen, dass unser Hirn nicht irgendwelche Schäden davon kriegt. Dann hast du in einer Zeile gesagt, aber noch wichtiger ist eigentlich der Darm noch zu beachten und da ist ein bisschen in der letzten Sendung zu kurz gekommen. Und wenn ich schon so einen erfahrenen Mediziner da habe, möchte ich eigentlich noch gerne in den Darm nochmals einsteigen. Ich weiß ja, Darm-Hirn-Achse, der Spruch von, ich glaube, Aristoteles, der Tod sitzt im Darm, oder? Ja, absolut. Da wurde ich mal abgemahnt auf der Homepage, weil ich diesen Satz drauf habe, das darf man nicht schreiben. Ja. Dachte ich, es ist doch geschichtlich bedingt, das ist ein Zitat, aber nein, geht auch nicht. Also, in der Medizin selber, habe ich gehört, ist ja dieses ganze Mikrobiom jahrzehntelang kein Thema gewesen. Heute wird das anerkannt als Mikrobiom, dass da eine gesundheitliche Relevanz ist. Aber inwiefern wird das schon umgesetzt? Nein, ich beobachte so gut wie gar nicht, weil die Gastroenterologie doch sehr stark ausgerichtet ist auf das, was man mit bloßem Auge sieht. Das was heißt Gastro? Die Gastroenterologie, also die Magen-Darm-Heilkunde. Der Gastroenterologe ist der, der mit dem Endoskop in den Darm reinguckt oder mit dem Endoskop von oben in den Magen reinguckt. Und hier ist der Ansatz der, dass man schaut und das, was man mit den Augen sieht, entscheidet darüber, ist das in Ordnung oder nicht. Im ungünstigsten Fall wächst etwas und dann nimmt man eine Probe. Also eine Stuhlanalyse über den Inhalt der Bakterienstämme, das ist noch nicht gängig. Das ist vielleicht, ich würde mal sagen, ein Promille aller Gastroenterologen befasst sich inzwischen mit dem Mikrobiom. Das heißt, hier spielt die Stuhluntersuchung eine Rolle. Aber ein noch kleinerer Anteil arbeitet dann auch mit den Ergebnissen. Mhm. Also wenn wir also eine Stuhlprobe wegschicken, können wir inzwischen analysieren, welche Bakterien oder wie die Bakterienflora, das sogenannte Mikrobiom, wie es zusammengesetzt ist, ob es genügend Bakterien hat, die Schutzschicht darstellen, ob es genügend Bakterien hat, die den Schleim produzieren, der nötig ist, damit die anderen Bakterien da auch sich reorganisieren können. Es gibt spezielle Neurobiota, das heißt, ein Teil des Mikrobioms hat neuroaktive Funktionen. Das heißt, hier werden Informationen aus der Nahrung direkt umgewandelt und dann über den Vagusnerv zum Gehirn gesandt. Das heißt, wenn es Störungen in diesem Neurobiom gibt, dann schlägt das direkt auf unser psychoemotionales Empfinden sich nieder. Ich glaube, das hat auch noch mit diesem mit der Vorstufe zum Serotoninproduktion zu tun, oder? Genau. Also bei solchen Dysbiosen sagt man, also Störungen im Mikrobiom, wird das sogenannte Tryptophan verbraucht und Tryptophan wird so effektiv aufgesaugt vom Körper in dem Versuch, hier das Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dass das Tryptophan als Vorstufe zum Melatonin, dem Schlafhormon, fehlt und auch als Vorstufe zum Serotonin, also dem Zufriedenheitshormon. Also wenn das nicht stimmt, haben wir zwei Probleme. Entweder schlafen wir nicht oder wir sind unglücklich. Genau. Ne? Hm. Dazu kommt jetzt, dass wir herausgefunden haben, das Schlafproblem ist ja riesengroß. Unglaublich, ja. Und der Zusammenhang zum Mikrobiom ist noch gar nicht ganz erfasst. Wenn wir dazu bedenken, dass wir im Bauch mehr Nervenzellen haben als im Rückenmark, nämlich 10 Milliarden. 10 Milliarden Nervenzellen. Und das Spannende ist, nicht der Kopf steuert diese Nervenzellen im Bauch, sondern wissen heute, dass 90% dieser Nervenzellen vom Bauch zum Gehirn ihre Botschaften senden. Das heißt, die Qualität unserer Ernährung entscheidet tausendmal mehr über unser psychisches, über unser psychoemotionales Wohlbefinden, als wir uns jemals haben vorstellen können. Mhm. Also die Qualität, wie Nahrung zusammengesetzt ist, wie natürlich, wie unnatürlich sie ist. Und wir haben leider, sind wir in Deutschland Führer, also wir haben in Deutschland das schlechteste Essen in Europa. Man mag es kaum glauben, 48% unseres Essens sind
industriell so verschoben, so aus der dem herausgenommen, was der Körper wirklich braucht, dass es direkt krankmachende Wirkung hat. Und dass wir 1 Milliarde Euro pro Tag im deutschen Gesundheitswesen ausgeben müssen, um die Auswirkungen dieser Fehlernährung auszubügeln, das ist eine unglaubliche Zahl, auch ökologisch, ökonomisch katastrophal, weil die Zivilisationskrankheiten, die sich inzwischen vervierfacht haben, die sind außer Kontrolle geraten. Mhm. Und schulmedizinisch haben wir nur eine hohe Effektivität, wenn es darum geht, Symptome zu unterdrücken. Das heißt, Patienten kommen aus dem Krankenhaus mit 4 verschiedenen, 5 verschiedenen Magen-Darm-Mitteln, vielleicht auch noch Cortison dabei, die Entzündungsprozesse runterfahren sollen, die aber genau das Gegenteil erreichen, weil sie die natürliche Selbstregulation des Körpers stören. Mhm. Und wir wissen heute, dass 85% unserer Selbstheilungskräfte und unseres Immunsystems über den Darm ablaufen. Wir kennen genau die Schichten in der Tiefe, wie der Darm zusammengesetzt ist, und wissen dementsprechend auch, wie es unter der Schleimhaut aussieht. Das heißt, der Gastroenterologe sieht mit seinem Endoskop nur 1% dessen, was möglich wäre. Die Stuhluntersuchung gibt aber Hinweise darauf, wie durchlässig zum Beispiel der Darm ist. Das Ganze liegt mir sehr am Herzen. Das liegt auch schon, oder? Das Leaky Gut. Mhm. Und ich habe darüber schon in den 80er Jahren meine Doktorarbeit geschrieben, über den Darm und die Auswirkungen einer ballaststoffreichen Ernährung auf die Darmsituation, auf das Mikrobiom. Und damals haben wir in dieser Doktorarbeit schon feststellen können, dass Länder, die sich natürlich ernähren, die sich zu 98% natürlich ernähren, ballaststoffreich, dass es dort Appendizitis, Blinddarmentzündung, nicht gibt. Reizdarm, nicht gibt. Dickdarmkrebs, nicht gibt. Lässt sich auch ganz einfach erklären, umso höher der Ballaststoffanteil ist, umso mehr muss der Darm arbeiten und umso schneller ist die Darmpassagezeit. Aber wenn ja der Darm bei diesen Leuten ja alle viel, viel gesünder ist, müsste doch auch die ganzen chronischen Krankheiten viel, viel geringer sein, oder? So ist es. Weil dieser Zusammenhang, hast du mir heute gerade gesagt, und wenn wir ja nicht auf unseren Darm achten und eben diese Food-Gesellschaft so leben und auch dieses Essen zu uns nehmen, dann haben wir große Chancen, dass der Darm nicht gesund ist und daraus entsteht Krankheit. Exakt. Also 7 von 10 Erkrankungen. Ja. Total. 7 von 10 Erkrankungen sind sogenannte degenerative Erkrankungen, die unser Lebenspotenzial um etwa 9 Jahre verkürzen. Nicht? Und diese Entzündungsprozesse werden gesteuert einerseits durch das Übermaß an Omega-6 und Zucker, was wir zu uns nehmen. Omega-6 und Zucker muss massiv reduziert werden zugunsten von Ballaststoffen und Polyphenolen, wie wir sie einerseits in Obst, Salat, Gemüse haben. Leider hat sich der Gehalt nicht nur an Vitaminen, sondern auch an Polyphenolen im Gemüse in den letzten 15 bis 20 Jahren und im Faktor 10 reduziert. Das heißt, es ist noch ein Bruchteil drin dessen, was vor 15 Jahren noch drin war. Das heißt, wir müssen entweder das 10-fache essen oder wir müssen mit speziellen Nahrungsergänzungsmitteln, die den Namen aber auch wirklich verdient haben, nämlich hochdosiert sind, das ausgleichen. Mhm. Das Drama ist heute, dass Nahrungsergänzungsmittel oder 90% aller Nahrungsergänzungsmittel nur minimale Inhaltsstoffe haben. Also die gesetzlich erlaubten Dosierungen, weil der Gesetzgeber das will, dass das so niedrig wie möglich gehalten ist, weil es, sobald es höher dosiert ist, müsste man sagen, warum man es nimmt, und damit macht man eine Heilaussage und klassifiziert ein gutes Naturkraut, ein Heilkraut zu einem Medikament. Ja. Für Medikament braucht man wieder Studien, die unbezahlbar sind. Also man weiß zwar die Wirkung dieses Nahrungsergänzungsmittels, weiß, dass es so und so wirkt, wenn man genügend nimmt, aber wenn es wirkt, muss es als Medikament zugelassen werden und dann ist es weg vom Markt. Ein Lebensmittel weg vom Markt. Ja. Ist ja auch verrückt, oder? Ja. Ein Widerspruch in sich drin. Ja, also wir brauchen, um den Darm zu sanieren, brauchen wir, und um damit Entzündungsstürme, die durch den Körper hindurch rasen, um diese Entzündungen zu löschen, brauchen wir ein gutes Mikrobiom. Wir wissen, dass 85% unserer Abwehrleistung im Darm ablaufen, im Darm aufgebaut sind,
also unser Immunsystem, liegt im Darm, gar nicht so sehr in den Lymphknoten oder im Rückenmark oder in der Milz, sondern es liegt zu 85% im Darm. Das heißt, wenn wir die Darm nicht entsprechend pflegen, verkürzen wir unser Leben, werden schneller krank mit all den entsprechenden Auswirkungen. Ich möchte in diesem Punkt einfach nochmals ein bisschen verharren, weil du bringst hier einen ganz einfachen Schlüssel. Wenn wir ein bisschen mehr Geld ausgeben in die Qualität unserer Ernährung, ist das viel billiger, als in 20 Jahren die Rechnung dafür zu tragen, was wir es nicht gemacht haben. Ja. Wir leben heute damit, dass die Schulmedizin zu einer Reparaturmedizin geworden ist. Sie hat damals gut funktioniert, als es darum ging, übertragbare Erkrankungen mit Antibiotika zu behandeln. Wunderbar. Das überträgt man aber jetzt auf heute, dass man glaubt, man könnte mit Medizin diese degenerativen Entzündungserkrankungen zu heilen. Das ist eine Illusion. Es gibt keine Medizin, die Entzündungskrankheiten ausheilen kann. Es gibt nur die Möglichkeit, präventiv den Lebensstil antientzündlich auszurichten und dem System Dinge anzubieten, die dem System, dem Selbstheilungssystem helfen, sich selbst wieder in die Balance zu bringen. Und da steht im Mittelpunkt das Mikrobiom, das aufgebaut werden muss. Es sind sogenannte Probiotika, die wir verwenden. Also lebendige Bakterienstämme. Ja, das sind im Mittelpunkt stehen Bifidobakterien und Lactobacillen. Mhm. Ja, und wenn es da ein Präparat, da braucht es Präparate, die auch den Magen passieren können. Und dazu braucht es eine spezielle Hülle. Denn wenn man das nur als Pulver oder als Tropfen nimmt, geht ein großer Teil durch die Magensäure kaputt. Logisch. Und Gott sei Dank hat sich ein Unternehmen gefunden, die Firma EthnoHealth, die jetzt diese Probiotika in eine schützende Kapsel hineinbringt, sodass dieses sehr innovative Verfahren dazu führt, dass diese Probiotika erst da freigesetzt werden, wo sie auch gebraucht werden, nämlich im Dünndarm. Nicht? Und dadurch können wir... Basischem Milieu löst sich diese Kapsel und auf. Und das Gute, was wir heute haben in dieser smarten Medizin, die ich vertrete. Smarte Medizin heißt für mich modernste Diagnostik, vor allem Labordiagnostik, Behandlung dann so natürlich wie möglich. Und erst wenn alle natürlichen Dinge nicht greifen, erst dann auf Dinge aus der Schulmedizin zurückgreifen. Nicht? Nebenwirkungsfrei. Das ist Therapie, für mich die Medizin der Zukunft, aber sie setzt voraus die Entscheidung des Patienten, will ich mein biologisches mir mitgegebenes Potenzial leben oder nicht. Möchte ich in einer Weise gesund und glücklich lange leben oder gebe ich das auf zugunsten der Befriedigung des Augenblicks mit dem Gewohnten? Ich möchte noch was zum Darm kommen. Was kannst du denn uns Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Fernsehen eigentlich sagen und für einen Rat geben, was man eigentlich als Grundnahrungsmittel tendenziell eher weglassen sollte, um nicht in diese Problematik der Entzündungsförderung reinzukommen oder in den übermäßigen Zuckerkonsum? Ja. Und was sollte man viel mehr integrieren in das tägliche Leben und wo kaufe ich meine Lebensmittel am besten ein? Also wir sprechen heute von der Epidemie des 21. Jahrhunderts, Entzündungskrankheiten. Ja. Stell dir vor, das Haus brennt und wir haben jetzt die Möglichkeit zu löschen oder das Feuer weiter anzuregen. Nicht? Wir wissen, dass alles, was mit Zucker zu tun hat und mit Omega-6-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren haben wir heute etwa 15 Mal so viel in der Nahrung wie noch vor 100 Jahren. Das heißt, hier haben wir feueranfachende Substanzen im System, die das Entzündungsfeuer anfachen und damit Entzündung heißt, es sind nicht Entzündungen durch Bakterien. Und jeder Arzt, der Entzündung hört, denkt sofort an Bakterien und reflektorisch wird ein Antibiotikum aufgeschrieben. Aber die meisten Entzündungen, die wir heute haben, über 95%, sind Autoimmunprozesse. Das heißt, der Körper arbeitet gegen sich selbst, weil er überfordert ist mit der Vielzahl der Omega-6-Fettsäuren, die Feuer anregend das System überschwemmen.
Wir haben in Deutschland hat die Bevölkerung 15 bis 20 Mal so viel Omega-6-Fettsäuren im roten Blutkörperchen. Und hier müssen wir das Schädigende reduzieren und die positiven Omega-3-Fettsäuren aufbauen, weil die werden auch gebraucht für ein gut funktionierendes Mikrobiom. Mhm. Also das Omega-3 ins Leben integrieren ist eine Botschaft. Das aktive Omega-3, nicht das Leinöl-Omega-3, das Pflanzen-Omega-3. Ja. Das hat nicht die feuerlöschenden Eigenschaften, sondern nur EPA und DHA, wovon wir 2000 Milligramm pro Tag brauchen. Das ist ja relativ viel. Ich kenne so ein flüssiges Mittel, das sind so immer so ein oder zwei Löffel, die man dann von nehmen muss. Aber es gibt es ja auch in Kapselform. Das gibt es in Kapselform. Wir haben das als Algenkomplex mit Chlorella-Alge, mit Knotentang, Rotalgen, Fingertang, Spirulina, Afer in einem Algenkomplex. Wie viel Kapsel muss man denn davon schlucken, um diese Dosis zu haben? Oder? Naja, man braucht dann schon 4, 6, 8 Kapseln pro Tag. Man kann das natürlich noch zusätzlich ergänzen, indem man in der Ernährung über dem Salat dann ein reines Algenöl noch einnimmt. Auf jeden Fall ein Algenöl, das dann direkt aus diesen Algen entsteht, die das Fraunhofer-Institut identifiziert hat als Algen, die wirklich einen hohen Gehalt an EPA und DHA haben. Diese Algen kann man Gott sei Dank heute züchten, auch mit Süßwasser züchten, sodass die uns zur Verfügung stehen. Welche Nahrungsmittel sollte man eher ein bisschen reduzieren? Also reden wir da von ganzen Weizenprodukten? Also wir haben die Grundlage ist natürlich der Zucker muss weg, das Omega-6 muss weg. Das haben wir in allem, wo Menschen Tiere füttern, füttern Menschen Tiere mit Omega-6. Mit dem Ziel, dass Tiere schnell dick und fett werden. Dementsprechend ist alles, was vom Tier kommt, auch vom Zuchtfisch, auch der Zuchtfisch wird mit Omega-6 gefüttert. Er ernährt sich nicht mehr von den Algen, denn nur die würden ihm das Omega-3 liefern. Das heißt, der Fisch, der sich nicht von Algen ernährt, hat auch nicht das Omega-3. Ja, kein und schon gar nicht das EPA und DHA. Oder? Das heißt, wir brauchen, wir müssen uns bewusst sein, dass alles, was vom Tier kommt, dementsprechend Omega-6 überladen ist, während beim Wildfisch überhaupt kein Problem ist. Mhm. Da haben wir wieder die andere Baustelle mit Mikroplastik und mit Quecksilber. Mhm. Nicht? Aber auch das ist dann überschaubar, weil immer mehr Fischhändler, gerade bei uns am Steinhuder Meer, haben wir ja so eine Seeatmosphäre. Und ganz viele Fischhändler sind dort und die haben inzwischen alle Zertifikate, wo sie nachweisen, wo die Fische herkommen und ob die belastet sind oder nicht. Das wird inzwischen gut untersucht. Also man kann heute wieder Fisch essen, man sollte Fisch essen, weil die Omega-3-Fettsäuren bekommen wir nur aus Fischen, Muscheln und Algen. Wobei Algen natürlich auch aus ökologischen Gründen hier im Vordergrund stehen müssen. Die Algen werden überhaupt das große Ernährungsproblem, auch das Gesundheitsproblem der Zukunft zu einem ganz großen Teil lösen. Reden wir nochmal über das Mikrobiom. So ist das Mikrobiom tatsächlich einer der Alterungsfaktoren schlechthin. Haben wir ein gut funktionierendes Mikrobiom, haben wir ein- bis zweimal am Tag Stuhlgang, haben wir keine Blähungen, keine Durchfälle, keine Verstopfung, dann sind das Zeichen schon mal, dass das im Groben funktioniert. Und es funktioniert umso besser, umso mehr wir unseren Körper zusätzlich mit Mikrobiota, also mit Bifidobakterien und Lactobacillen, versorgen. Das funktioniert aber nur, wenn genügend Ballaststoffe zugeführt werden. Und Ballaststoffe bezeichnen wir in dem Fall als Futter, oder? Ja. Das Futter für die Bakterien. Genau, das bezeichnen wir als Präbiotika. Ja. Also Präbiotika sind Ballaststoffe wie das Inulin, das ist Chicorée-Extrakt, oder wie Weizenkleie oder auch Flohsamenschalen. Das sind Ballaststoffmittel, die den Probiotika, also den probiotischen Bakterien, vor allem die Lactobacillen und Bifidobakterien, als Nahrung dienen, um eine gesunde Schutzschicht herzustellen. Diese Schutzschicht ist aber ständig herausgefordert durch Stressoren. Also jeder Stress löst eine ungünstige Übersäuerung aus, die dann diese Schutzschicht durchlässig macht. Aber auch die Omega-6-Fettsäuren, dann aber auch alle 1500 Nahrungsergänzungen, die als Haltbarkeitsstoffe, als Geruchstoffe, als Farbstoffe in der Nahrung drin sind. Da haben wir in Europa 1500, die zugelassen sind. 20 davon sind in anderen Ländern verboten, weil dort schon die Schädlichkeit festgestellt wurde, in Europa noch nicht verboten. Das heißt, die Nahrungsmittelindustrie bietet so viel
Schlechtes in unserer Ernährung an, dass wir sagen müssen, wir haben in Europa eine völlig intransparente, unehrliche Form der Ernährung. Ampeln, grüne Ampeln lassen sich nicht durchsetzen. Man sieht nicht, was wirklich in der Ernährung drin ist. Nicht, solange eine Gesellschaft sich noch darauf einigt, dass für eine Milchschnitte als gesundheitsfördernd oder Milch als gesundheitsfördernd beworben wird, solange ist Hopfen und Malz verloren. Mhm. Nicht, also Smart Medicine setzt an der Prävention und da spielt Ernährung tatsächlich die überwiegende Rolle, weil Zivilisationskrankheiten geraten außer Kontrolle, Vervierfachung, weil sie zurückzuführen sind auf diese katastrophale Ernährung. Sind Wunder immer wieder möglich von Menschen, die wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wenn man da wirklich die ganzen Sünden weglässt und den Körper über gute Lebensmittel wieder aufbaut? Hast du da schon viele Wunder erlebt? Also ich gucke jetzt zurück auf 35 Jahre und ich kann sagen, bei Burnout-Erkrankungen, bei rheumatischen Erkrankungen, gerade bei rheumatischen Erkrankungen, unglaubliche Erfolge, wenn es darum geht, die Entzündungswerte zu definieren. Und dann können wir mit Infusionstherapien, wir können auch hochdosiertes Kurkuma als Infusion geben, auch Wermutextrakt, DMSO. Also es gibt unglaublich viele Naturprodukte, die wir nicht nur in Kapselform hochdosiert einsetzen können, sondern wir als Ärzte dürfen sie in Deutschland auch als Infusion einsetzen. Ja. Und eine tägliche Kurkuma-Infusion ist das Stärkste, was wir im Moment haben, um Entzündungen massiv runterzufahren. Ja. Und ich sage, in der smarten Medizin, in der Erfahrungsmedizin, kann ich heute sagen, alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Mhm. Die Frage ist nur, wollen wir es wirklich und sind wir bereit, etwas dafür zu tun? Mhm. Aber ich kann sagen, die Menschen, die bereit sind, ihren Lebensstil völlig zu verändern, völlig anzupassen, da kann ich sehen, wie Entzündungswerte runtergehen, wie Dinge wieder in die Balance kommen und Unmögliches plötzlich doch möglich wird. Ja, man muss halt einfach aufpassen, dass man nicht einfach zu lange einen Weg geht, der eigentlich nur noch runtergeht und irgendwann sagt man so, jetzt ist es ganz schlimm, jetzt komme ich noch zu dir und integriere auch die Ernährung in mein Leben. Es muss ja so logisch sein, dass ja das aus den Stoffen, die wir gebaut sind, ja logischerweise auch unsere Gesundheit mitbestimmen, oder? Absolut. Und die Selbstheilungskraft unseres Körpers ist enorm stark. Und die Salutogenese, das ist die Lehre der gesunden Prozesse. Und nicht die Lehre, es gibt demgegenüber die Lehre der kranken Prozesse, die Pathogenese. Und wir sind in der smarten Medizin ganz darauf ausgerichtet, das Gesunde zu stärken, dem Körper zu helfen, wieder seine natürliche Balance wiederzufinden, Prozesse anzuregen mit dem Ziel, dass dieser Mensch sein volles biologisches Potenzial auch wieder leben kann. Aber am Anfang steht die Entscheidung, will ich das wirklich und bin ich bereit dafür, Gewohntes aufzugeben? Und dann kann alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Wenn es mir gelingt, nachhaltig Rahmenbedingungen zu gestalten, unter denen Selbstheilung dann wieder gelingen kann. Und für die große Masse, die jetzt auch gesund ist und hoffentlich auch so bleibt, soll eigentlich die Sendung diese Sensibilisierung rauskriegen, rauf mit Omega-3, runter mit Omega-6, achtet auf die Ernährung, lieber beim Bauern direkt was holen oder aus einem Bio-Demeter-Qualität. Ja. Du hast das Probiotikum erwähnt, also ein bisschen Zuführen von Darmbakterien und auch wieder die zur Ansiedlung freigeben mit Präbiotikum. Ja. Und du hast etwas über eine Ethnomedizin gesagt, wo man hochdosierte Lebensmittel tatsächlich noch kaufen kann, in Form von Kapselnform, die eigentlich aus Holland kommen, weil dort einfach die Gesetzgebung es noch zulässt, dass man solche Kapseln kaufen kann. Wo kann ich da noch mehr lesen über dieses interessante Gebiet von hochdosierten Lebensmitteln? Naja, es gibt dieses kleine Start-up, die Firma EthnoHealth, die mich gebeten hat, vor einigen Jahren die 35 besten Kräuterrezepturen unseres Planeten zu definieren. Mhm. Also das auf den Prüfstand zu stellen, was Menschen aus allen Teilen der Erde an Wissen über Jahrhunderte zusammengetragen haben, das zu identifizieren und auf den Prüfstand zu stellen, mit modernen Studien abzugleichen. Ja. Das habe ich gemacht mit Hilfe meines Bruders, der Professor in New York ist. Ja. Da haben wir Zugriff auf Datenbanken, wo wir genau gucken können, wie viel Teile eines Inhaltsstoffes braucht es, um eine Heilpflanze,
um eine entsprechende Wirkung auch zu erzielen. Und so sind es die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die die Heilwirkung einer Pflanze ausmachen. Und diese müssen hochdosiert genug gegeben werden, um eine Wirkung erzielen zu können. Klar. Wir erleben heute, dass Naturmedizin zu Recht in eine verstaubte Ecke geraten ist, weil immer nur von Tees und Kräuter hier und da gesprochen wurde. Aber wir wissen heute, wie viel Milligramm eines Inhaltsstoffes brauchen wir und in welchem Extraktionsverhältnis wurde dieser Inhaltsstoff hergestellt. Mhm. Nicht? Gucken wir uns das sogenannte OPC an, aus dem Ethnohealth-Präparat OBC-Kraft, so ist hier das Extraktionsverhältnis 1 zu 120. Das heißt 120 mal so viel Wirksubstanz, als würden wir nur reines Traubenkernpulver nehmen. Nicht? Enzymkraft, hier haben wir die besten Enzyme unseres Planeten zusammengefasst, mit Papain aus der Papaya, Pekin aus der Feige. Wir müssen das Ende machen über dieses Thema noch. Die Entzündung einzudämmen, das ist also eine der großen Herausforderungen unserer Zeit und dabei auch einen Lebensstil zu finden, der eben anti-entzündlich ist auf allen Ebenen. Wir müssen da nochmals reingehen, genau in diese Ethnomedizin und mal schauen, was da alles zu bieten hat, diese Firma und was die alles macht. Ich denke, das interessiert mich jetzt gerade sehr und ich hoffe, Sie auch. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Nehmen Sie bitte das Wichtigste mit, was wir heute gehört haben, nämlich unsere Entzündungsparameter runterzukriegen, um einfach mit einem gesunden Darm, mit wenig Omega-6, mit viel Omega-3 möglichst nicht in eine chronische Krankheit reinzurutschen, sondern hier die Präventivmaßnahme Nummer 1 zu treffen und uns dessen auch bewusst zu sein. In diesem Sinne alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.